Willkommen zurück zu unserer Vlog-Reihe über unsere Arktis-Kreuzfahrt rund um Svalbard mit Swan Hellenic. Wir sind bereits auf dem Wasser und starten nun zu unserer einstündigen Zodiac-Cruise. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Die Inselgruppe Bastanyane ist karg und steinig und wird oft von Eisbären und Walrossen besucht. Sie ist nach dem deutschen Ethnologen Adolf Bastian benannt, dem Gründer des Museums für Völkerkunde in Berlin. Die Inselgruppe wurde 1868 von einer deutschen Nordpolarexpedition vermessen und erhielt 1871 ihren Namen. In der Ferne entdecken wir bereits Walrosse, die nicht nur an Land, sondern dieses Mal auch im Wasser umherschwimmen. Wir schalten den Motor aus und genießen das Treiben. Plötzlich passiert etwas Unerwartetes. Ein Eisbär taucht aus dem Wasser auf und kommt auf die Insel. Wir können diesen Giganten des Eises aus nächster Nähe beobachten. Anscheinend sucht er sich nur eine Eisscholle zum Entspannen. Zur Verwunderung unseres Expeditionsteams, welches dachte, dass er die Walrosse angreifen wird. Aber beide Parteien bleiben ganz entspannt. Nach diesem Highlight an Land erwartet uns ein weiteres Highlight an Bord. Der Kapitän der SH Vega heißt uns auf der Brücke willkommen und wir haben Zeit für ein kurzes Interview, bevor wir den Anker lichten und weiterfahren. Zunächst fragen wir unseren Kapitän nach den Besonderheiten unserer SH Vega und den Herausforderungen auf der Brücke in Svalbard. It's a polar class ship, it's a polar class 5, which is a quite high polar class for a cruise ship, which means we can operate in first year medium ice up to 4 feet. Yeah. All year round. So it's a special purpose built ship for polar areas. And she is small and tiny and we basically fit everywhere. So we can basically do whatever we want with a ship like this. Svalbard is not really known for such a bad weather conditions. We can have bad weather of course, but summertime up here is quite easy to operate depending on the ice conditions. We can have some ice beginning of the season, but like July, August, it's not much ice around. Most of the ice is drift ice coming from up north. There is no ice being accumulated here, maybe inside some of the fjords, but other than that, it's not so much ice here summertime. Yeah. It depends from year to year because the climate is changing. But to sail here weather-wise, weather can change rapidly, but nothing really major. We had a cruise with a lot of bad weather, which was very unusual. But it can happen, of course, because it's very regulated. So the exam for part of the exemption here is basically to learn the rules and laws in Svalbard, because this is a big national park. How far you can go to certain areas, what you can do, what you can't do, where you can go, where you cannot go. And also on the east side is very unsounded. So you have to practice caution navigating here because the depths can be much less than you think it is. So that's basically the part of the exemption for Svalbard. It's basically to learn all the rules. And in Svalbard, it's the governor who's in charge, which is usually an ex-chief of police. This is a very special area. Auch nach seinem persönlichen Highlight der Expeditionsreise erkundigen wir uns. To crush some ice. Yeah. That's fun. Yeah. I'm born in one part of Norway, so nothing here impresses me. I see this every day when I'm home. Yeah. Same, so yeah. Danach müssen wir aber schnell von der Brücke, da eine schwierige Passage bevorsteht, auf die sich der Kapitän vorbereiten muss. Aufgrund des schönen Wetters überrascht uns die Crew in der Zwischenzeit mit einem Grillbuffet auf dem Pooldeck. Was gibt es Schöneres, als die eisige Landschaft mit gutem Essen und einem leckeren Getränk zu genießen? Nach dem Mittagessen geht es für uns in die Lounge. Unsere Meeresbiologin Anja hält einen spannenden Vortrag über den Eisbären, passenderweise. Aus dem Fenster der Lounge entdecken wir bereits unser zweites Ziel des heutigen Tages, Alkjefellet. Hier werden wir ebenfalls eine Zodiac-Cruise entlang der Klippen unternehmen
und die brütenden Vögel aus nächster Nähe sehen. Je näher wir der Klippe kommen, desto mehr Vögel entdecken wir schon. Trottellummen, auch als Pinguine der Arktis bekannt, halten sich nur zur Fortpflanzungszeit an Land auf. Große Kolonien wie diese hier finden sich vor allem dort, wo die kalte Meeresströmung aufeinander trifft. Sie brüten an Steinklippen, damit weder der arktische Fuchs noch andere Raubtiere eine Gefahr für die Eier und Jungtiere darstellen. Die Vielzahl der Trottellummen ist ein einzigartiger Anblick. Auch wenn wir vom Expeditionsteam den Hinweis bekommen haben, im besten Fall nicht nach oben mit offenem Mund zu schauen. Und auch der Geruch ist ziemlich speziell. Nach unserer Rückkehr von der eisigen Zodiac Cruise werden wir mit heißem Tee empfangen. Anschließend lichten wir den Anker und verlassen unseren Ankerplatz weiter in Richtung Norden. Am Abend geht es für uns in den beheizten Außenpool am Heck des Schiffes und haben großes Glück. Wir entdecken Wale in der Ferne. Ein toller Abschluss dieses tierreichen Tages. Am nächsten Tag laufen wir in Ny-Ordesund ein, den einzigen Hafen unserer Reise. Diese Siedlung gilt als eine der nördlichsten dauerhaft bewohnten der Welt und liegt etwa 1200 Kilometer vom Nordpol entfernt. Ursprünglich wurde Ny-Ordesund 1916 als Kohlebergbausiedlung gegründet, jedoch nach einem schweren Grubenunglück 1962 eingestellt. Heute ist die Siedlung Heimat von Wissenschaftlern, weshalb wir auch hier unser Schiffsradar und unsere Handys ausschalten müssen, um die sensible Technik nicht zu stören. Ny-Ordesund verfügt über das nördlichste Postamt der Welt und bereits Roald Amundsen startete 1926 von hier seine Expeditionen. Neben dem Hafen gibt es heute noch einen Anlandungsmast für Luftschiffe. Zum Schluss unseres Spaziergangs durch die Stadt besuchen wir noch das faszinierende Museum über Ny-Ordesund, wirklich hochspannend. Zum Mittagessen gehen wir heute ins Restaurant. An Bord gibt es mittags immer ein Buffet, das thematisch an ein bestimmtes Land angepasst ist. Die Robbe begleitet uns heute den ganzen Tag und auch zu unserem nächsten Ankerplatz, einem Gletscher von Ny-Ordesund. Hier unternehmen wir unsere letzte Zodiac Cruise dieser Reise entlang einer Gletscherfront. Thank you.
Den Abend lassen wir in einer Bar ausklingen. Übrigens sind alle Getränke im Reisepreis bereits inklusive. Heute Abend steht ein Vortrag über spannende Fakten zu Svalbard an. Wusstet ihr, dass es verboten ist, auf Svalbard zu sterben oder ein Kind zu gebären? Mit diesen spannenden und kuriosen Fakten lassen wir den Abend ausklingen. Und schon bricht der letzte Tag unserer Reise an. Wir genießen das Frühstücksbuffet im Restaurant, bevor es auf unsere letzte Anlandung geht. Das Ziel ist heute Alquanet. Brandon, unser Expeditionsleiter, hat uns ein tierisches Highlight versprochen. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning and welcome to Alquanet here in Trygg-Hamna. Unsere Gruppe wird heute von Ayona, der Historikerin, an Bord begleitet. Because this particular place, a lot of whalers remains. And this one of them. It's already it's from 1600s, like really, really long time ago. They established here a few stations, whaling station, Dutch and English. And they work from this bay because it's quite protected and good bay, you can see. It's very easy to approach. And they work here, they catch whales, and they work on their bodies just on land. Und Brandon hat nicht zu viel versprochen. Wir wandern zwischen Rentieren bis auf einen Hügel, um die Aussicht über die gesamte Bucht zu genießen. Beeindruckt von den Erlebnissen der letzten Tage, lädt uns die Crew bei Sonnenschein zu einem Glas Champagner ein, um die Reise ausklingen zu lassen und sich gemeinsam über die Erlebnisse auszutauschen. Ein Highlight gibt es dann doch noch, den Polar Plunge. Jeder, der wollte, konnte in das eiskalte Wasser der Arktis springen. Einschließlich der Vergabe von fachmännischen Haltungsnoten durch die Crew. Habe ich doch gar nicht so schlecht gemacht, oder? Am Abend fand dann das Gala-Dinner unseres Chefkoches statt. Zuvor wollten sich natürlich der Kapitän und die Crew in der Lounge verabschieden. Anschließend gab es das überaus köstliche Abschlussdinner an Bord im Restaurant. In Longyearbyen angekommen, möchten wir von Brandon, unserem Expeditionsleiter, noch einige Informationen zum Ablauf der Expeditionen bekommen. Wie bereitet ihr die Anlandung der Gäste vor und stellt sicher, dass Natur und Mensch gleichermaßen geschützt werden?
So when we're in Svalbard, right here in Longyearbyen, anywhere we can be, there can be bears, absolutely anywhere. So it's very important before anyone goes on shore, we are scout with Zodiacs. We'll put bear guards in the Zodiacs and they will scout on the shoreline with Zodiacs. Once we don't see anything from the Zodiacs, if we actually see a bear, we'll then cancel the landing site and move somewhere else as to not disturb the bear. It might turn into a Zodiac cruise. But if we get to a site, we've done the Zodiac cruise, there's no bears found, we will then go on shore with our bear guards and we will scout the entire landing site. We will look under every rock, around every boulder to make sure that there's no bears and that everything is very safe for the landing site. So bear guards will carry firearms for their protection, but we also have bear deterrence. We personally use flashbangs, which is a pyrotechnic which makes a loud bang and a flash, and it's the best way to deter the bears, as we want to keep the bear safe as well as guests and everyone else. Wie bisher jeden Interviewpartner haben wir auch nach seinem Highlight der Reise gefragt. That's a very difficult question, but I think my favorite thing to see is people smiling. A lot of people will come out here and it can be a life. One of their main things they want to do is see a polar bear in their natural environment, see blue whales, see Arctic foxes, and seeing people in that moment and just seeing how it affects them, the emotions it brings and the happiness, the smiles, the tears, there's no better thing. There's no better feeling than seeing people just really happy and being moved by the experiences. Yeah. Das waren wohl die besten Abschlussworte dieser einmaligen Reise durch Svalbard und uns ging es ganz genauso. Danke, dass ihr auch auf dieser Reise wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal auf Cruise Channel.